herzlich willkommen, liebe Freunde. Zwei kurze kleine Ansagen hier direkt schon am Anfang des Videos. Kurz zu FIFA 15. Zwar wird FIFA 15 die Karrieremodus, wird die erste Folge die komplette Testphase sein. Also wirklich vom Start, wie ich alles einstelle. Dann die drei Testspiele, es sind ja drei Testspiele. Die drin. Und dann bis zum ersten Spieltag vorsimuliert. Kann sein, dass ich die besten Szenen rausschneide, das weiß ich noch nicht. Also je nachdem will ich das schon mal sagen, dass ihr euch vielleicht auf ein längeres Video einstellt. Und dass es vielleicht dann alles um eine Woche verschoben wird nach hinten, weil das eine sehr große Datei ist. Außerdem wird es wahrscheinlich mit Facecam sein, dass ich dann so ein bisschen mehr schneiden kann, so ein bisschen ein paar gute Szenen raus lustig machen kann. Und dass ich natürlich da ein bisschen mich aufregen kann, so gesagt. Sag ich mal. Und das dann ein bisschen lustiger für euch. Vielleicht ist. Ich ändere jetzt mal hier ein bisschen. Ja, das ist mein Team. Mein zurzeitiges Team. Hier muss ich mich an einigen Stellen austauschen. So. Dann starten wir die Partie. All Travel Tal Profi, alles Turnier, Midlands, Einladungsturnier, die zweite Runde. Ja, das ist eigentlich auch hier dieses Video, ist eigentlich noch mehr eine Testphase für Fraps, die neueste Version. Justin sagt mir, das würde dann hier alles ideal jetzt sein und bis jetzt scheint das sogar sehr ideal zu sein. Was? Ja, na klar. Hauptsache ich sag's und es fängt an. Hier etwas zu laggeln. Aber es liegt wahrscheinlich an meinem Arbeitsspeicher. Ich werde mir auf jeden Fall demnächst, nächstes Jahr so und vielleicht gegen meinen Geburtstag, so im Februar, 8 GB RAM zulegen. In meinem PC sind angebaut 4 GB. Also ja, wie gesagt, schreibt mir bitte deswegen auch mal ein paar Facecam-Aufnahme. Programme für Logitech in die Kommentare, wäre ich euch sehr dankbar für. Und ja, oh, das gibt Elfmeter, das gibt Elfmeter. Nebenbei war er, oh, den verkacke ich. Ja, den habe ich wirklich verkackt. Und der wäre vielleicht nicht, der wäre vielleicht noch. Der war jetzt scheiße. Irgendwie bin ich gerade auf so einem Englisch-Trip. Ich will die ganze Zeit Englisch labern. Weil ich die ganze Zeit KSI und Rotoshaw gerade gesehen habe. Ja, wie gesagt, das mit dem Facecam-Programm habe ich abgearbeitet. Das mit der ersten Folge auch. Dann werden ja die Folgen weiterhin so kommen wie FIFA 14 wie Pro. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Ich überlege gerade. Wir haben jetzt den bei Twitch. Da könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link zu Twitch. Dort werden ab so, ja, ich habe vor, ab so 500 Abonnenten, weil dann ist es erst irgendwie so lohnenswert, finde ich, zu streamen. Vielleicht machen wir es auch schon früher, dass wir sagen, ey, komm, hier, wir haben da, gerade mega geile Packs am Start und dann machen wir das. Ich glaube auch, wir werden von unseren, Vorbesteller-Packs werden wir ein Pack-Opening machen. Das sind ja 15 Stück. Da wird noch mit Justin Besprechung sein.
Das machen wir dann halt, wenn wir beide in England sind. Da habe ich glaube ich schon, da müsste ich schon vorproduziert haben. Oder? Ich muss mal so langsam auch gucken, bis wann ich hoch schon hochgeladen habe. Weil ich bin so ein Teil. Nebenbei für euch ist heute. Wann habe ich das wieder? Ich glaube, ich mache das am Freitag oder Samstag. Machen wir es am Samstag nach dem FIFA. Dem ersten FIFA World Wochenende. Ich glaube, vielleicht mal rieche mit Justin, dass wir wirklich. Okay, er wird, glaube ich, an seinen Ding. Aber ich versuche dann jetzt fürs Wochenende immer FIFA World rauszuhauen. Ich bin Stände. Zwar auf die linke Seite, aber. Auf jeden Fall muss ich wirklich mal ein paar Innenverteidiger an Stangen holen. Bisschen Backup-Information, wir haben 17.40 Uhr bei mir. Oh, vor allem muss ich mir auch mal so langsam mal neben dem. Ach, ich glaube, ich habe jetzt bald eine PS3, ja. Brauche ich einen neuen Schreibtischstuhl. Eindeutig. Eindeutig einen neuen Schreibtischstuhl. Ey Kinder, mir fällt gerade auf, dass heute die Crew Closed Beta Runde 2 beginnt. Voll geil. Weil ich jetzt gleich mal erstmal rüber switchen. Nehmen wir die letzte Folge, die ja so jetzt war. Die kam ja Sonntag. Die war die längste. Es ist bis jetzt längste Video auf unserem Kanal. Zu meinem Zeitpunkt und zu meinem Zeitpunkt. Mit 420 Aufrufen. Erstmal hier Tor. 420 Aufrufen. FIFA 15 Karrieremodus. Der Teamankündigungstrailer. Also Folge 000. 420 Aufrufe. Damit das meist aufgerufene Video auf unserem Kanal, das zweitmeiste Transfergerücht von Justin, das eine Woche früher rauskam. Also beide sind jetzt einen Monat alt und da wollte ich mich mega fett bedanken. Wir haben auch schon 1200 Views insgesamt. Mega fetten Dankeschön an euch. Das ist jetzt zu meinem gesehenen zweiten Zeitpunkt. Das stand 25. August 2014. Mega fettes Dankeschön, wie gesagt. Danke, danke, danke. 24 Abonnenten, also nach einem Monat ist. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist rot, das ist rot, das ist eindeutig rot. Nein, der Schiri ist mit uns gerade, er gibt uns nur die gelbe Karte. Danke, Schiri, da danke ich wirklich dir nochmal. Den werde ich, sobald ich einen richtigen neuen Gold-Ding da geholt, ich glaube Lewandowski hole ich mir. Lewandowski geholt habe. Jetzt verkauft. Da muss man einfach klatschen. Klasse gemacht. Schindel! Also bis jetzt habe ich mit Schindel richtig geil. Also Schindel ist mega geil. Also wenn ihr ein billiges Gold-Team zusammenstellt und ihr euch fragt, wen soll ich im rechten Mittelfeld holen, holt euch SinSM und Schindel. Beide. SinSM ist richtig mega geil und auch Schindel. Ich bin mega zufrieden mit den beiden. Und die werde ich auf jeden Fall auch drin behalten, natürlich. Stimmt, ist nicht Gold. Rare, aber trotzdem passt er gut rein. Sam ist Gold Rare. Das ist wenigstens eine gute Nachricht. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Christian Schulz.
What the shit? What the shit? Ja, da haben wir dann wohl gewonnen. 1-0. In der letzten Runde, die ich nicht aufgenommen habe, musste ich ins Elfmeter finden. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Richtig. 50-50% bei Bild. Oh mein Gott, what the shit. 414 Münzen, 1000 XP, da kann man sich jetzt nicht beklagen. Weiter, 1-0 gewonnen. Ja, dann bedanke ich mich so schon. Hallo raus. Peace out.